Auf unserer Tour in Richtung Kap der Guten Hoffnung durchfahren wir die einsamsten Landschaften Namibias. Über das 100-Seelendorf Solitär führt die Route bis nach Sesriem, unserem nächsten Ziel, am Eingang zum Namib-Naukluft-Park. Unwirklich aussehende Gebirgszüge begleiten uns auf der Fahrt zu den höchsten Dünen der Welt. Die gesamte Schweiz könnte vom Sandmeer der Namib-Wüste bedeckt werden. Nur mit Allradantrieb ist hier noch ein Durchkommen. Unglaublich, dass hier solche bis zu 200 Kilo schweren Oryx-Antilopen genügend Futter finden. Mitten in dieser Stein- und Sandwüste wartet ein sehr entspannter Pilot darauf, Besuchern wie mir die Dünen der Namib-Wüste aus seinen Blickwinkeln zu zeigen. Und die sind mehr als atemberaubend. Im Tiefflug über den wild schäumenden Atlantik und über das angrenzende Sandmeer. Selten habe ich mich so auf Mutter Erde gefreut. There you go, guys. Safely back on the ground. Thank you very much. Hope you guys enjoyed. More or less. Ja, er hat gut lachen und ich eine Revolte im Magen. On the road again, immer weiter nach Süden. Über Lüderitz führt unser Weg zwar direkt in den Regen, dafür wartet anschließend der Tafelberg auf uns. Vom Blaubergstrand gibt's den schönsten Blick auf Kapstadt. Und dann heißt es, weiter nach Süden bis zum endgültigen Ziel unserer Reise. Und wie es sich gehört, scheint auch hier wieder die Sonne. Wir haben es geschafft. Der südwestlichste Punkt des afrikanischen Kontinents. Wir sind am Kap der Guten Hoffnung angekommen. Und es ist so schön, wie ich es mir erträumt habe, muss man sagen.